Parlamentarischer Frühschoppen der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Wie viel Kritik verträgt die bayerische Justiz? Bei mir ist Florian Streibel, parlamentarischer Geschäftsführer und rechtspolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion. Herr Streibel, sollte sich die Politik mit Kritik an Justiz zurückhalten? Welche Eindrücke haben Sie während der heutigen Veranstaltung gewinnen können? Ja, die Politik kann und soll auch die Justiz kritisieren, so wie die Justiz auch die Politik in Kritik und in Frage stellen kann. Denn das Ganze ist sozusagen ein Kreislauf von Kritik, der sich sozusagen dann weiterentwickelt und dann sozusagen ein Mehr an Demokratie letztlich generiert. Und den Eindruck konnte man auch hier in der Versammlung bekommen, dass die Kritikpunkte, die gebracht worden sind, also ein neues Denken anregen und wo man dann darüber nachdenken muss, ja, hier könnte man was verbessern. Und welche Konsequenzen kann politische Kritik an der Justiz im besten Falle haben? Im günstigsten Fall kann die Kritik sozusagen das Vertrauen in die Justiz letztlich wieder stärken, und weil eine starke Justiz auch, sagen wir, für einen starken Staat und ein starkes Gemeinwesen wichtig ist und dass dieses Vertrauen wieder aufgebaut werden kann, und dazu braucht man auch die Kritik und auch die Kritikfähigkeit. Der Fall Mollert hat in den vergangenen Monaten sehr viele Fragen aufgeworfen. Wie kann die bayerische Justiz hier wieder Vertrauen zurückgewinnen? Indem also hier Transparenz geschaffen wird, indem der Fall von vorn bis hinten aufgeklärt wird, also mit der größtmöglichen Härte auch, und dass man hier dann also auch am Schluss Gerechtigkeit widerfahren lässt, allen denen, die an den Verfahren sich beteiligt sind. Und ganz generell, wo sehen Sie weiteren Reformbedarf im Bereich der bayerischen Justiz? Reformbedarf sehe ich darin, dass wir zuerst einmal also mehr Richter- und Staatsanwaltsstellen brauchen, um einen gewissen Leistungsdruck abzubauen. Aber letztlich wäre es auch die Sache, dass man schaut, ob man der Justiz generell auch ein eigenes Haushaltsrecht gibt, so wie zum Beispiel den obersten Rechnungshof, dass hier ein noch mehr an Unabhängigkeit entsteht und dass man auch sozusagen das externe Weisungsrecht an Staatsanwälte aus dem Ministerium heraus, dass man das auch abschafft. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte schön.